Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat und zu Teil 2 unseres Star Wars TIE Advanced Starfighters, ja, den wir hier zusammenbauen. Soweit sind wir in Teil 1 gekommen, das heißt die Mittelkanzel, die haben wir fertig bekommen. Hier mit den schön aufgedruckten Clear-Teilen hier vorne, mit den Shootern hier oben, mit der Klappe, die man öffnen kann, um dann ins Innere reinzuschauen. Und die Seitenausleger mit Telefonhörer sind auch schon soweit durch. Die Rückseite ist fertig und wir sind quasi an dem Punkt hier stehen geblieben und jetzt wird hier mal ordentlich noch angebaut. Da wollen wir uns heute drum kümmern und wir legen hier in der Anleitung los auf Seite 8, was dann Baustep Nummer 2 wäre. Also, soweit hat alles sehr viel Spaß gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das erste Video in der Videobeschreibung und sage, auf geht's! Jetzt wird hier aber mal in die Breite gebaut und das geht ratzfatz, da hier große Teile verbaut werden, wie zum Beispiel hier diese Technikrahmen, die werden hier mit den Pinnen zusammengesteckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und davor noch einer 8 und dann geht das wirklich sehr, sehr schnell voran. Hier unten drunter wird alles dann mit Platten noch verkleidet, dass wir eine bessere Stabilität bekommen. Und hier kommen dann jetzt schon weitere Aufbauten mit dazu. Das hier sind alles diese abgeschrägten, ja, diese Slope-Steine oder wie man die nennen möchte, die hier unten drunter jetzt schon gesteckt wurden. Und natürlich gibt es wieder Haken, denn Haken sind ja eine ganz große Sache hier bei diesem Set. Also, wollte ich euch mal kurz zeigen, jetzt geht es hier richtig flächenmäßig in die Breite. Wenn ich das mal hier vergleiche mit der Cockpit-Kanzel, die wir bisher gebaut haben, jo, ist etwa, ne, es ist gleich breit, ne, weil das ist wahrscheinlich auch das Teil, was dann da später dahinter kommt. Ich denke mal so in die Art und Weise, aber da kommt jetzt noch mehr dazu. Bisher hat auch kein Teilchen gefehlt. Die Technikelemente und die Pinne hier, die lassen sich ganz gut zusammenstecken, wobei die nicht so toll zusammenklicken meistens. Ich zeige euch das mal eben. Hier haben wir nochmal so ein Technikteilchen und dann stecke ich da mal den Pin rein und wir hören mal genau hin. Ja gut, bei dem war es jetzt einigermaßen okay. Der hat jetzt ein bisschen geklackt, manche klacken gar nicht erst und dann hört sich das so ein bisschen, nein, nicht so stabil an einfach, aber das hält alles gut zusammen. Ich gucke mal hier noch ein anderes Löchlein mit der anderen Seite, wir stecken das Ding zusammen und ja, da klackt es dann doch wieder. Okay, also passt soweit alles und die sind stabil, also die fallen hier nicht raus. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal hier rausholen möchte, oh Gott, da brauche ich schon beide Hände und ich bekomme es nicht mehr raus. Ah, komm schon. So, ihr seht, also da ist genug Halt drin. Das wollte ich euch damit mal kurz hier demonstrieren. Also, wir sind auf Seite 10 bei Bauabschnitt Nummer 9, so sieht's aus und jetzt wird hier noch weiter verkleidet mit Platten, Platten, Platten. Massiv ist er geworden schon, unser TIE Fighter Advanced. So sieht er von unten aus, viele Platten, die alles stabilisieren. Dann hier nochmal ein paar längere Elemente, die hier aufgebaut wurden, auch mit Platten. Und ganz interessant, hier dieser Abschluss, der wurde mit Fahnen gebaut. Kann man hier wunderbar sehen. Das waren ja diese Haken, die ich eben euch schon gezeigt habe. Haken, Haken, Haken. Hier haben wir also die Haken und da werden da diese Fähnchen dann reingeklippt. Ganz einfach. Und dann einmal hier rumgedreht. Ja, so rumgeklappt. Und somit bekommt man hier eine leicht keilförmige Form hin und eine relativ glatte Front. Man sollte es natürlich noch ein bisschen gerade schieben. So, dass es auch ordentlich aussieht. Schade ist, dass ich hier auf eine der Fähnchen hier so einen blöden Kratzer drauf habe. Könnte man natürlich einfach umdrehen, aber dann hat man hier diese Gussnasen unten drunter und das sieht auch nicht schön aus. Also habe ich mich hier lieber für den Kratzer entschieden. Aber ansonsten, ihr seht, das Teil ist schon groß. Es ist durch diese Bauweise, wo viele Platten übereinander gekommen sind, auch sehr robust und stabil. Und die Oberseite, die wurde schon ein bisschen schick gemacht. Einmal hier mit diesen Platten, wo nur eine Reihe Noppen hier unten drin ist, kenne ich so oft von den Minifiguren, wo dann auch sowas dabei war. Dann haben wir hier diese abgeschrägten Platten. Hier nochmal eine Fliese, da eine 2x3er Fliese, nochmal so eine Platte. Und so wurde das dann hier verkleidet. Also ihr seht,
Da wurde ganz viel hier mit Platten jetzt gearbeitet. Wir haben hier die Schichten mit den Bausteinen, unten Platten, oben Platten, bombenstabil. Und dann hier noch ein paar Verzierungen, natürlich wieder die Telefonhörer und ganz viele von diesen Haken. Ich gehe mal davon aus, dass hier später noch solche Stäbe reingeklippt werden, wie das ja auch ganz viel beim Millennium Falcon der Fall war. Aber soweit, ja, nimmt das Teil deutlich an Formen an. Das hier ist bestimmt die Rückseite und der Bau macht Spaß. Bisher immer noch kein Fehlteil, toi toi toi. Und wir bauen dann mal weiter. Ich war jetzt hier auf Seite 14. Wir machen auf Seite 15 mit Bauschritt 8, 19 weiter. Ja, und da haben wir doch schon die Stäbe, die hier reingeklippt werden. Also wunderbar, legen wir los und machen weiter. Manchmal ist der sprichwörtliche Zentimeter eben doch entscheidend und das gilt besonders bei dem letzten Baustep, den ich hier gemacht habe. Viel ist nicht passiert. Wir haben hier ja massig Technikpinne reingedrückt, 10 Stück an der Zahl, hier zwei, da drei und da nochmal drei an der Seite. Aber was ich jetzt mit dem Zentimeter meine, ist hier bei diesen Verzierungen. Ihr seht, was hier alles so obendrauf noch gebaut wurde. Hier diese kleinen Fahnenteile, einmal in dunkelgrau, die hier dann so rumgebogen werden. Ja, sieht dann so aus. Nett, so hat man eine interessante Form dann erreicht. Und dann wurden hier eben die besagten Stangen reingeklippt. Alles gut, die halten wunderbar. Und der entscheidende Zentimeter, der ist hier. Denn ihr seht, hier habe ich auch so eine Stange reingeklippt. Und ja, da kommt sie nicht ganz bis zum nächsten Haken dahin. Und ich habe extra nochmal genau nachgeschaut und verglichen. Aber ich habe es so richtig gebaut. Und ihr seht, rund Telefonhörer zweimal. Rund Telefonhörer zweimal. Haken. Haken. Dann hier oben. Jumperplate, Verzierung, Jumperplate, Haken. Jumperplate, Verzierung, Jumperplate, Haken. Passt alles soweit und dann ja, soll der Spaß hier reingeklippt werden und zwar da und da und da und ja, da eben nicht. Also hier passt es nicht. Lang erklärt, kurzer Sinn, passt nicht, aber ist ja kein großes Problemchen. Ist wahrscheinlich einfach nur die falsche Größe dabei. Dann setze ich hier den Haken einfach eins tiefer und dann ist die Sache wieder okay. Zack, zack. So, und schon passt das Ganze und ihr werdet es keinem verraten, ich werde es keinem verraten und dann sieht die Sache wieder gut aus. Wobei, die Lücke sieht schon, na egal, passt auf jeden Fall. Ja, soweit sind wir gekommen und damit wäre der Bereich hier auch schon fertig und kann verheiratet werden, hier mit unserer Kommandokapsel. Und das geht jetzt folgendermaßen, ihr seht ja hier die Technikpinne, da und da und die werden einfach jetzt hier in die Seite reingeklippt. Einmal hier in die 2 und einmal da in die 2 und dann passt das oder sollte das Ganze passen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also machen wir es direkt mal. Und ich klippe hier zusammen, passt und passt. Ja, na wunderbar, das war's doch schon. Also, jetzt haben wir einen großen Schritt hier nach vorne gemacht und das Teil, es ist bis auf die Klappe oben, seht ihr, robust und massiv, das kann man überall anpacken. Alles wunderbar, also unsere Kapsel, die hier mit 4 Pinnen angesteckt wurde. Ja, sieht doch gut aus. Wunderbare Sache. Und dann hier das massive Mittelteil. Ja, nimmt Formen an. Also wenn ich mir jetzt noch dabei denke, ich zeige euch mal kurz das Bild nochmal auf der Anleitung, nur so zur Veranschaulichung. Ja, da kann man das schön sehen, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt also hier unsere Kapsel. So. Und dann haben wir jetzt hier noch den hinteren Teil schon mal gebaut. Das ist dann da. Dann sind wir in der Länge im Prinzip schon fertig. Hier vorne kommt noch ein bisschen Verzierungskram irgendwie später drauf. Und natürlich hier seitlich dann noch die Flügel. Und wenn die dann hinkommen, ja, das wird schon mal noch ordentlich an Masse dann zunehmen, das Set. Aber soweit alles wunderbar. Kein Fehlteil. Ups. Naja gut, man kann es doch noch nicht ganz überall anpacken. Also hier ist mir jetzt ein Teil noch runtergeflogen. Aber das wird mit Sicherheit später auch noch irgendwie stabilisiert. Dann ist ja noch relativ nackt alles hier unten drunter. Und da wird schon noch ein bisschen was dazukommen. Was wollte ich sagen? Ah ja, hat alles soweit Spaß gemacht. Immer noch kein Fehlteil. Toi, toi, toi. Und
Es war auch recht abwechslungsreich vom Bau, also es hat Spaß gemacht zu bauen, muss ich sagen. Interessante Bautechniken, die man so heute von Lego gar nicht mehr so kennt, zumindest ich nicht. Ja, so wurde wohl früher öfters gebaut. Dann merkt man auch, dass hier noch Teile benutzt wurden oder dass hier oft Lösungen gebaut wurden für Teile, die es mittlerweile gibt und wo jetzt anders gebaut wird, eben weil das hier ein älteres Set ist und da gab es noch nicht all die Teile. Ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß und jetzt werden wir wohl hier gleich an die Flügel kommen, beziehungsweise, nee, der Ständer, der wird jetzt hier bald mal gebaut werden. Ach klar, damit man auch ordentlich mal die Flügel anbauen kann. Also, dann geht's jetzt weiter. Dieses Teil hier habe ich jetzt nicht einmal, nein, gleich zweimal gebaut. Ja, hier wiederholt sich jetzt ein bisschen was beim Bauen. Denn das hier ist die Verzierung. Eins habe ich schon hier angebracht. Hier vorne könnt ihr es sehen, ist dieses Verzierungselement, das jetzt hier von vorne so zu sehen ist. So, ich stelle es mal noch ein bisschen weiter an. Da kommt jetzt eins hier so unten dran. Das andere, das liegt hier noch. Das kommt dann hier auf die Seite. Und dann kommen auch jeweils noch hier oben welche dran. Und man sieht, das wird wieder mit den guten alten Haken hier alles festgehalten. Denn da... Hier kann man es schlecht sehen, deswegen habe ich es noch nicht ganz fertig gebaut. Denn hier werden die einfach nur reingeklebt. Hier rechts und links, da sind die Befestigungen für die beiden Haken. Und dann kommt das Teil einfach hier drauf. Und ich schaue mal, ob ich das hier jetzt so mit einer Hand quasi live hinbekomme. Vielleicht auch so, dass ihr was sehen könnt. Also angelegt. Schauen, dass das hier mit den Haken passt. Und schon drin. So, da haben wir es. Das ist jetzt die Unterseite und hier sieht man auch, hier sind diese Gelenkteile drin, wo man immer so ratsch, ratsch, immer so stufenweise das dann verstellen kann, damit man hier vorne dann eben auch ja, die gute Form hinbekommt. Drehen wir es mal um und so sieht es dann jetzt von vorne aus. Ja. Gut, und jetzt denke ich mal, bauen wir nochmal hier diese Oberteile dafür zusammen. Mal eben schnell schauen. Oder? Nö, gar nicht. Hey, gar keine Oberteile, die kommen später. Gut, denn das hier war ziemlich wiederholend. Jetzt kommt der Ständer und dann wird unser ja, Advanced TIE Fighter hier mal aufgebockt. Aber ist hier überhaupt schon die... Naja, hier, das hier wird die Aufnahme sein, denke ich, für den Ständer. Da wird er wohl reingesteckt werden. Ah, und hier. Ich glaube, der hat zwei Aufnahmen, wie es aussieht. Einmal hier und das kommt dann hier und hier rein, damit er stabil steht. Sehr schön. Wunderbar. Also auf zum Ständerbau oder Standfußbau. Das hier ist der eindeutige Beweis, Freunde, das hier ist doch ein älteres UCS-Set, wie ich euch schon gesagt habe. Erkennt man direkt daran, dass hier die Platte, wo später dann unser Typenschild, also hier der Aufkleber drauf kommt, dass die gebaut wird und nicht ja schon ein fertiges Teil ist, sondern die besteht hier hinten aus zwei so länglichen Platten. Das sind ja Vierer mal irgendwas, auf jeden Fall länglichere Platten. Und die werden dann vorne komplett hier zugefliest mit diesen Langfliesen, den schwarzen. Und na, ich bin mal gespannt, da sieht man bestimmt hinterher die Fugen ein bisschen durch. Und da kommt dann hier das Typenschild noch drauf. Klebe ich nachher in Ruhe und dann wäre der Bereich schon mal fertig. Und hier steht der Ständer, der Standfuß. Ja, auch ein ganz nettes Teilchen. Baut man hier viel mit den ganzen schwarzen Teilen zusammen. Ihr seht, wir haben hier Liftarme, viel Technik verbaut, viele Pinne ineinander gesteckt. Und dann funktioniert das schon. Am Anfang dachte ich, ja, ganz nett, vielleicht ein bisschen wackelig, aber haben sie ganz schön gebaut. Und ihr seht, wir haben hier einen Mechanismus dabei, dass wir später dann ja den Winkel noch ein bisschen verändern können, wie eben hier unser Modell dann stehen soll. Das ist schön, rastet auch richtig gut ein, einmal nach hinten gestellt, rastet ein, ist stabil, nach vorne gedrückt, rastet ebenfalls ein und ist stabil. Hier kann man schön sehen, wie das funktioniert. Also ganz simple Lösung. Und hier drin haben wir nochmal eine Achse eingebaut als Stopper sozusagen. Ja, klappt. Gute Sache. Dann hier vorne nochmal Platten drüber gesetzt oder eine Platte, damit das alles stabil ist. Komischerweise, ja, keine Ahnung, warum die Platte hier unbedingt in diesem dunklen Grau sein muss und nicht in dem Schwarz, damit es mehr aus einem Guss aussieht. Genau wie hier diese Zwischenteile, das hätte man auch alles in Schwarz machen können, hätte ich persönlich schöner gefunden.
Aber egal, schauen wir mal. So sieht es im Endeffekt aus. Alles gekontert und hier stabilisiert mit einem Liftarm. Und auf der anderen Seite, so sieht es aus, bevor der Liftarm draufkommt. Also hier nur das Teil hier auf die Noppen gesteckt, auf die Noppen gesteckt, auf die Noppen gesteckt. Das würde natürlich im Leben niemals halten. Deswegen kommt dann hier noch so ein Liftarm drüber und dann ist das Ding stabil gebaut. Ja, und die Platte, die kommt hier am Ende einfach nur hier vorne noch mit drauf. Ups. So in etwa, genau. Und dann steht die Platte da noch dabei. Okay, dann mache ich mal noch flott hier den Liftarm drauf, Aufkleberchen, und dann stellen wir unseren soweit schon fortgeschrittenen TIE Fighter mal auf seinen Standfuß. Da steht er schon und ja, wie vermutet, hier kann man es ganz gut sehen, dass ich hier diese einzelnen Fliesen durch den Aufkleber abzeichne. Also nicht so schön gelöst. Wäre schöner gewesen, Lappin hätte direkt so eine richtige Platte beigelegt. Aber sie haben sich da mal stoisch an das alte Konzept von Lego gehalten. Und ja, wird, glaube ich, im Laufe der Zeit nicht wirklich schöner werden. Außerdem habe ich ihn nicht perfekt gerade drauf bekommen. Aber wenn das Ding einmal klebt, abziehen ist nicht mehr, Freunde. Also ganz sorgfältig ausrichten, denn wenn es einmal klebt, dann könnt ihr auch, wenn es bisher nur zur Hälfte klebt, das Ding nicht mehr abziehen. Könnt ihr knicken. Tja, und wie gesagt, knicken können wir hier die Flugbahn von unserem oder die Ausrichtung von unserem TIE Fighter einmal so und einmal so in die aufrechte Position. Das funktioniert gut. Die Aufnahme dagegen, die ist ein bisschen schwierig. Ich versuche mal, euch das zu zeigen. Dafür kibbel ich ihn mal. Und der wird einmal hier eingesteckt und einmal hier eingesteckt. Und das fand ich jetzt hier beim ersten Mal etwas hakelig, wenn ich ehrlich bin. Also das hat nicht so perfekt gut funktioniert. So einhändig kann man den hier, hören wir eben, nicht schnell einstecken, würde ich sagen. Mal schauen. Nee, also es ist ein wenig hakelig. Doch, jetzt habe ich ihn drauf. Also es funktioniert, also versteht mich da nicht falsch, aber es ist nicht so einfach wie jetzt bei anderen Sets oder wie beim X-Wing zum Beispiel, der nur eine Aufnahme hat. Aber funktioniert, hält und ja, was will man mehr? So, jetzt haben wir den Dicken hier schon ganz ordentlich fertig gebaut oder weitergebaut, besser gesagt, denn fertig sind wir noch lange nicht. Wir sind auf Seite 23 und wir enden ja auf Seite 43, das heißt 20 Seiten haben wir noch. Das hier sind die ganzen Teile, die ich noch übrig habe, also da haben wir noch einiges liegen, auch hier noch einiges in Schwarz. Und mal schauen, wir spicken noch mal kurz. Ja, als nächstes werden die Teile gebaut, also die Gegenstücke zu denen hier, dass das hier oben nochmal drauf kommt und hier nochmal drauf kommt, zweimal das gleiche. Und dann, ja, ist, glaube ich, der komplette Mittelteil auch fertig gebaut. Aber das soll es für heute gewesen sein, Freunde. Weiter geht es in Teil 3 mit unserem UCS Star Wars Advanced TIE Fighter, dem Gefährt von Darth Vader, mit dem er hier Luke durch den Todesstern gejagt hat. Cooles Set soweit, finde ich, hat schöne Baulösungen und macht wirklich Spaß. Ein paar Teile, ja, die wiederholen sich jetzt natürlich, wie zum Beispiel hier die ich zweimal gebaut habe, die zweimal gebaut, und die Flügel, die wird man auch zweimal bauen müssen. Aber ansonsten, cooles Set, also seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei, und wenn ihr es kaufen wollt, der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung. Also, bis dahin, macht's gut!